Ich gebe mich jetzt in das Büro nebenan. Ja, Sir. Mein Name ist Bob Wilton. Ich bin Journalist. Teil meiner Arbeit ist es, herauszufinden, wo eine Geschichte beginnt. Wenn Sie meine eigene betrachten, denken Sie vielleicht, alles begann, als ich meine Stelle beim Ann Arbor Daily Telegram antrat. Oder vielleicht, als ich meine College-Liebe Deborah geheiratet habe. Aber da liegen Sie falsch. Denn meine eigentliche Geschichte begann vor ein paar Jahren, als mich mein Chefredakteur losschickte, um einen Mann zu interviewen, den er im Radio gehört hatte. Der Mann behauptete, übersinnliche Kräfte zu besitzen. Nur mit seinem Geist könne er an jeden beliebigen Ort reisen. Fernwahrnehmung nannte er das. Sein Name war Gus Lacey. Was haben Sie zuletzt wahrgenommen? In letzter Zeit habe ich das Ungeheuer von Loch Ness beobachtet, in Schottland, England. Danke, Mom. Und wie sich zeigt... Ich mache das schon. Ich mache das. Mom, ich mache das. Danke. Und wie sich zeigt, ist es der Geist eines Dinosauriers. Okay, wow. Ja. Und wann hat das alles bei Ihnen angefangen, Gus? Angefangen hat es in meiner Kindheit. In den 80er Jahren hatte er einer geheimen Spezialeinheit angehört und an einem Ausbildungsprogramm der Army teilgenommen, das von höchster Regierungsebene abgesegnet worden war. Als ich ihn nach dem Zweck dieser Einheit fragte, sagte er... Wir waren parapsychologische Spione. Zumindest war das die eigentliche Idee. Als sie unser Potenzial erkannt hatten, wurden wir für das Töten von Tieren ausgebildet. Was mit Ihrem... Nur mit unserem Geist, das ist korrekt. Indem wir sie anstarrten. Und was waren das für Tiere? Einer von uns brachte das Herz einer Ziege zum Stillstand. Wow. Ja, diese Macht, die sie in uns entfesselten. Letzte Woche habe ich meinen Hamster getötet. Wollen Sie mal sehen? Mach schon. Da! Schon mal einen Hamster gesehen, der sowas macht? Wissen Sie, ich habe eigentlich nie einen Hamster gehabt von... Achten Sie doch mal drauf! Sehen Sie, wie er da sitzt und sein Rad anstarrt. Ich denke, die Hamsterfreunde unter unseren Lesern können unterscheiden, was abweichendes Verhalten ist und... Was? Ach, Scheiße! Er ist umgefallen! Ja, er ist umgefallen! Das war, nachdem ich ihn 3 Stunden ununterbrochen angestarrt habe. Sonderbar, was? Aber er... Er ist ja nicht tot. Sie hatten gesagt, Sie hätten ihn getötet. Ja, ich weiß. Mom hat Nein gesagt. Sie meinte, zeigt nicht, wie der Hamster stirbt, zeigt das Video, in dem sich der Hamster sonderbar verhält. Sie hätten den Skipper erleben sollen. Wer ist der Skipper? Lynn Cassidy. Abgesehen von Bill war er der begabteste Psychosoldat in der Truppe. Eine wahrlich okkulte Macht. Ich glaube, er leitet heute ein Tanzstudio. Ja. Für den kleinen Mann in meinem Kopf war Lacey ein Spinner. Sie kennen den kleinen Mann. Er ist es, der sagt, zieh den Kopf ein. Bleib in deiner kleinen Stadt. Mach brav deine Arbeit. Du bist ein Glückspilz. Deine Frau liebt dich. Du hast alles, was du dir wünschen kannst. Du bist nicht auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Aber dann, eines Tages, wenn du es am wenigsten erwartest, findet das große Abenteuer dich. Rons plötzlicher Tod hat alles ausgelöst. Wie Deborah mir später erzählte, war er so etwas wie ein Weckruf für sie, was man auch gern als Memento Mori bezeichnet. Durch Rons schweren Herzinfarkt wurde ihr klar, wie kurz das Leben war und dass man jede Chance, das wahre Glück zu finden, beim Schopfe packen muss. Sein Tod hatte ihr eine neue Perspektive eröffnet.
Eine Woche nach der Beerdigung verließ sie mich wegen meines Chefredakteurs. Damals erschien es mir wie eine Katastrophe. Die wirklich historischen Ereignisse, die sich jenseits unserer kleinen Sorgen in der Welt abspielten, nahmen wir gar nicht wahr. Ich war wie ein Kind, ein Hobbit in der Geborgenheit des Auenlandes. Oder ein blonder Jüngling auf einem fernen Wüstenplaneten. Vollkommen ahnungslos, dass er bereits die ersten Schritte auf einem Weg macht, der ihn unweigerlich mitten in den Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen führt. Americans are a resolute people who have risen to every test of our time. Adversity has revealed the character of our country to the world. Hätte ich geahnt, wo dieser Weg hinführt, hätte mir ein sanfter Windhauch aus der Zukunft den Namen Bill Django zugetragen, wäre ich vielleicht nie weggegangen. So aber tat ich das Gleiche wie zahllose Männer vor mir, denen eine Frau das Herz gebrochen hatte. Ich zog in den Krieg. Nein, das heißt, ich will dir nichts vormachen, Deborah. Es ist verdammt gefährlich. Ja, wir verfolgen es im Fernsehen. Ja, aber das ist nicht die... Ich habe Dinge gesehen, die man nicht sehen sollte. Verstehst du? Ich verstehe nicht mal, was du da machst. Ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen sich ein genaues Bild davon machen können, was hier vorgeht. Ja. Du sag mal, war das gerade Dave? Ja. Ich soll dich grüßen. Oh, das ist ja... Wann holt er endlich seinen Krempel hier ab? Das ist echt. Ich muss Schluss machen. Wir rücken aus, um über die Kämpfe im Norden zu berichten. Warte, Bob, nur, dass du Was wäre eine nützliche Redewendung? La tutluk. Anna sahafi. La tutluk, eine Sahafi. As-Sahafi. Und das bedeutet? Nicht schießen. Ich bin Reporter. Das muss ich mir merken. Tutlik Anna Sahafi. Tutlik Anna Sahafi. Seit einem Monat wartete ich auf eine Einreisegenehmigung in den Irak. Ständig sah ich die offiziellen Kriegsberichterstatter zurückkommen und Geschichten austauschen. Mich beachteten sie gar nicht. Irgendwie musste ich in den Irak kommen, oder ich hätte nie wieder in den Spiegel sehen können, oder meiner Frau gegenübertreten, oder dieser einarmigen Arschgeige, Dave. Do-It Resources, das Unternehmen aus Arkansas. Stimmt, wir produzieren Mülltonnen. Sie sind hier wegen der Konferenz, ja? Sie hoffen auf Aufträge. Sozusagen. Und Ihre Verkaufsargumente? Wir sind unschlagbar billig. Bob Wilton. Skip. Darf ich mich? Wozu? Sie kommen aus Arkansas? Nein. Schon lange hier? Nein. Man sollte sich seine Wünsche gut überlegen. Ich wollte mich unbedingt beweisen. Stattdessen sollte mir das Schicksal eine Lehre erteilen.
Lynn Cassidy? Lynn Cassidy. Abgesehen von Bill war er der begabteste Psychosoldat in der Truppe. Kennen Sie einen Gus Lacey? Skip? Hallo? Lynn? Ich habe Ihre Kappe. Skip? Arbeiten Sie für Hooper? Hooper? Nein, ich arbeite für den NRW Daily Telegram. Woher wissen Sie von Lacey? Was? Ich habe ihn vor ein paar Monaten interviewt für meine Zeitung. Schlappschwanz. Kommen Sie mit. Darf ich Sie was fragen? Was für eine Farbe hatten die Stühle in der Hotelbar? Sie waren lange genug da. Welche Farbe hatten die Stühle? Grün. Beige. Wie viele Lampen sind hier im Zimmer? Ein Supersoldat müsste sich nicht umsehen. Er würde es wissen. Ein Supersoldat? Ein Jedi-Krieger. Er könnte alle Lichtquellen aufzählen. Er käme in den Raum und könnte Ihnen sagen, wie viele Steckdosen es gibt. Die Menschen laufen mit Scheuklappen durch die Welt. In Stufe 1 haben wir gelernt, sofort alles in uns aufzunehmen. Jede Einzelheit. Was ist das überhaupt, ein Jedi-Krieger? Einer sitzt vor Ihnen. Sie sind also ein Jedi-Krieger? Das ist korrekt. Das ist... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin Sergeant First Class Lynn Cassidy, Special Forces, im Ruhestand. Ausgebildet wurde ich in den 80ern in Fort Bragg im Rahmen einer Geheiminitiative unter dem Codenamen Projekt Jedi. Ziel des Programms war das Heranzüchten von Supersoldaten. Also Soldaten mit Superkräften. Wir waren die erste Generation der New Earth Army. Sie verfügen also über Superkräfte? Das ist korrekt. Augenblick mal. Sie wollen mir also damit sagen, Sie waren auch ein parapsychologischer Spion, wie Lacey? Wir sprechen gewöhnlich von Fernwahrnehmung. Und wie funktioniert das? Naja, jeder von uns hatte seine eigene Technik. Mel Landau zum Beispiel stellte sich vor, wie er all seine Sorgen in einem Köfferchen verstaute, um den Kopf freizukriegen. Steve Tuttle rezitierte Bibelverse, das war... Und Sie? Ich finde Alkohol hilfreich. Und wenn ich zum Beispiel Classic Rock höre. Tatsächlich? Was denn so? Ja, Boston. Boston funktioniert gewöhnlich. Welche anderen Fähigkeiten haben Sie praktiziert? Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit? Ja, das war Stufe 3. Sie meinen, so richtig unsichtbar werden? Das war das Ziel, auf das wir zusteuerten. Letztendlich begnügten wir uns damit, Techniken zu entwickeln, nicht gesehen zu werden. Aber sobald Sie verstehen, wo die Schnittstelle zwischen optischer Wahrnehmung und Realität liegt, betreten Sie die Tanzfläche der Unsichtbarkeit. Also dasselbe wie Tarnung? Nein, es ist nicht dasselbe wie Tarnung. Wir experimentierten auch mit Phasing. Der Übergang von Teilchen in die Wellenform, von Materie in Energie. Das ist, wenn massive Gegenstände scheinbar durch sie hindurchgehen. Es fängt mit einer Atemübung an. So. Dann schalten Sie Ihren Kopf aus. Sie denken an nichts, verstanden? Es geht... Das ist... Ich weiß nicht, was... Darf ich ganz offen mit Ihnen reden? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach unglaublich. Ich würde gern... Dürfte ich eine Story darüber schreiben? Auf gar keinen Fall. Ich suche nämlich nach einer Story. Ich wollte über die Aufträge für den Wiederaufbau schreiben, aber das hier klingt viel besser. Viel besser. Auf gar keinen Fall. Ich meine nur, wir könnten uns morgen treffen und... Morgen mache ich hier den Abflug. Sie wollen zurück nach Amerika? In den Irak. Wir überlegen, ob wir bei einer Fabrik in Al-Qaim einsteigen. Oh. Ich könnte doch mitkommen. Schwachsinn. Ich könnte Sie vielleicht begleiten und dann hätte ich... Ich will aber nicht in die Zeitung, das fehlt mir gerade noch. Wir ändern einfach den Namen. Sie können den Kopf... Da drüben ist ein Krieg im Gange, Bob. Verstehen Sie das? Ein Krieg. Und ich habe keine Lust, auf Sie aufzupassen. Davon ist auch gar nicht... Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ich bin schon in ziemlich brenzligen Situationen gewesen. Ich bin Journalist, Lynn. Verstehen Sie? Als Journalist gehöre ich dahin, wo die Story ist. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe nur rumgekritzelt. Was ist denn? Nichts.
Die US Army hat keine ernsthafte Alternative zum Weg des Wundervollen. Es handelt sich hierbei gegenwärtig nicht um den offiziellen Standpunkt der United States Army. Bill Django. Wer ist Bill Django? Der Mann, der das Buch geschrieben hat. Er sagt, alles fing an, als er in Vietnam aus einem Hubschrauber fiel. Einzelne von Bills Männern zielte zu hoch. Sie wollten einfach keine Menschen mehr töten müssen. Später entdeckte Bill eine Studie, der zufolge nur 15-20% aller Rekruten überhaupt mit der Absicht zu töten schossen. Die übrigen zielten in die Luft, feuerten gar nicht oder taten so, als hätten sie etwas anderes zu tun. Noch während er im Lazarett lag, schrieb Bill an den Vizestabschef der Army und erklärte ihm, er wolle auf eine Erkundungsmission gehen, um alternative Kampftechniken zu erforschen. Das Pentagon war bereit, für Sold und Spesen aufzukommen. Bill hatte dem Pentagon allerdings nicht mitgeteilt, dass er in Wahrheit nach einer Erklärung für seine Vision suchte. Wie konnte man den Sanftmut seiner Männer, ihr allgemeines Desinteresse am Töten, in eine Stärke verwandeln? Wie konnten Peace and Love dabei helfen, Kriege zu gewinnen? Bill wusste, wo die Antwort zu finden war. Over Bridge of Sights, to rest my eyes in shades of green. Under dreaming skies, to each of you back, that's where I live. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. What did you say? Sechs Jahre lang war Bill in die New Age-Bewegung abgetaucht. Wie alle Schamanen vor ihm hatte er die Wildnis durchwandert und kehrte nun als neuer Mensch zu den Seinen zurück. Im Gepäck hatte er seinen Geheimreport mit dem Titel Das Handbuch der New Earth Army. Die New Earth Army ist das Banner, unter dem sich die Mächte des Guten vereinigen können. Fähigkeiten und Mut des Soldaten gepaart mit der Spiritualität des Mönches. Der Jedi-Krieger wird dem Beispiel der großen Visionäre aus früheren Zeiten folgen. Jesus Christus, Lao Tse-Tung, Walt Disney. Die Aufgabe der New Earth Army ist die Lösung von Konflikten in aller Welt. Jedi, die mit Fallschirmen in Kriegszonen landen, wenden die Blitzaugentechnik an. Sie verteilen symbolische Blumen und Tiere und lassen einheimische Musik und Worte des Friedens erklingen. Was ist das, Blitzaugentechnik? Passen Sie gut auf, okay? Alles klar? Okay. Gesehen, alles klar? Ja, ich glaube schon. Ist angekommen. Gut. Während Lynn weiterfuhr, kamen mir die ersten Zweifel. Ich wollte umkehren. Das Ganze war mir nicht geheuer. Es war verrückt. Und Lynn war es auch. Aber es gab kein Zurück mehr. Wir waren bereits über die Grenze. Wofür ist das? Um Ihre Kräfte zu bündeln? Was? Dieser Kegel. Verstärkt er Ihre übersinnlichen Kräfte? Nein. Er kocht unser Abendessen.
Solarenergie. Wir nutzen die Ressourcen des Universums. Emissionsfrei, rundum erneuerbar. Das ist die New Earth Army Technologie. Ziemlich beeindruckend, ne? Als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht, leck mich am Arsch. Ja, aber es... Aber was? Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das Pentagon sowas finanziert hat. Hier steht eigentlich nichts über Kriegsführung. Die New Earth Army diente ja auch der Vermeidung von Konflikten. Wir waren eine Macht des Friedens, nicht des Krieges. Bill hat das begriffen. Wer die Welt verändern will, sagte er, der muss erst einmal die Armeen verändern. Er war es, der mit der Erforschung von nicht-letalen Waffen angefangen hat. Nicht-letalen Waffen? Ich zeig Ihnen was. Der Predator. Der Predator? Lynn, das ist nur ein Plastik. Ah, sehen Sie, schon überwältigt. Der Predator ist zu 100% biologisch abbaubar. Er ist umweltfreundlich und kann Sie auf 100 verschiedene Arten verletzen. Er hat alle Vorzüge einer Waffe und sieht auch noch lustig aus. Großer Gott, hören Sie auf damit! Habe ich im Internet gekauft. Das Witzige ist, das Ding kann auf der Erde liegen, ganz harmlos, und man ahnt nichts von seinen tödlichen Eigenschaften. Augapfel. Ich glaube, wir können den Tag für beendet erklären. Blödes Scheißding. Morbus Crohn, die Steroide helfen. Es gibt manchmal eine Notlage, Barb. Dann kommt es vor, dass die Menschen nach Hilfe rufen, ohne es selbst zu merken. Und dann kann ein Mann wie Bill aus dem Nichts auftauchen, weil er den Ruf hört. Wir sind eine seelenlose Armee, Gentlemen. Vietnam hat unser Innerstes erschüttert. Träumen wir von einem neuen Amerika. Ein Amerika, dessen Sichtweise sich nicht nur um die Ausbeutung natürlicher Ressourcen dreht und das nicht mehr den Konsum um jeden Preis in den Vordergrund stellt. Aber um diesen Traum zu verwirklichen, müssen wir die erste Supermacht werden, die Superkräfte entwickelt. Gründen wir einen Orden von Kampfmönchen. Männer und Frauen, die sich in jegliche Kreatur verlieben, die die Aura von Pflanzen spüren, durch Mauern und Wände gehen können. Die aufhören, hirnlose Klischees aufzusagen und in die Zukunft sehen können. Ich möchte Sie einladen, an dieser Vision teilzunehmen. Mach das Beste aus dir. Unter Bills Zuhörern an diesem Tag war auch ein Brigadegeneral vom militärischen Geheimdienst, Dean Hopgood, der sich seit einiger Zeit mit der Erforschung paranormaler Phänomene durch die Sowjets befasste. Einigen Berichten zufolge hatten sie psychotronische Generatoren entwickelt, Maschinen, die es ermöglichten, den amerikanischen Präsidenten mit negativer Energie zu bombardieren. Außerdem gab es sadistische Experimente, um übersinnliche Fähigkeiten bei Tieren festzustellen. Waren sie beispielsweise in der Lage, durch Telepathie zu erkennen, ob ihre Jungen in Gefahr sind? Ihr kranken Mistkerle. Seit wann forschen die Sowjets auf diesem Gebiet? Wie es scheint, haben Sie von unserem Versuch erfahren, auf telepathischem Wege mit einem unserer nukleargetriebenen U-Boote zu kommunizieren, der Nautilus, während sie den Nordpol unterquerte? Was war das für ein Versuch? Es hat ihn nie gegeben. Offenbar nur eine Falschmeldung der Franzosen. Aber die Russen halten die Geschichte über die Falschmeldung der Franzosen nun ebenfalls für eine Falschmeldung, Sir. Sie betreiben paranormale Forschung, weil Sie glauben, wir betreiben paranormale Forschung? Aber wir betreiben keine paranormale Forschung. Ja, aber da Sie angefangen haben, paranormale Forschung zu betreiben, müssen wir auch paranormale Forschung betreiben, Sir. Wir können es uns nicht erlauben, den Russen auf diesem Gebiet das Feld zu überlassen. Zwei Wochen später übernahm die Army das Motto »Mach das Beste aus dir« und ernannte Bill zum Kommandanten des 1. New Earth Army Bataillons. Lynn? Lynn? Lynn! Lynn! Was ist denn?
Nichts, ich... Was machen Sie da? Den Sonnengruß. Also dann Abmarsch. Das heißt, wir fahren weiter, Soldat. Verstehe. Was machen Sie da? Wolken sprengen. Das hält mich fit. Ach ja? Und welche? Die da oben. Welche? Die da? Nein, der große Brocken. Ist er nicht so weit entfernt? Weit entfernt sind die alle. Und weg ist sie. Mein Gott, der einzige Fels in der Wüste, Lynn. Tut mir echt leid, Bob. Ich war wohl bilokal abgelenkt. Aber keine Sorge, es kommt sicher bald jemand vorbei. Kopf. Richtig. Kopf. Richtig. Wie ist Ihr bisheriger Rekord? 264, Zahl. Richtig. Wow, das ist aber... Oh, danke, gütiger Gott, vielen Dank. Halt, halt! Bitte, können Sie uns helfen? Wir sind nämlich gegen einen Felsen gefahren. Und ich wollte fragen, ob Sie uns vielleicht bis in die nächste Stadt oder so mitnehmen können. Ah, ayo, tfaddal. Können wir einsteigen? Tfaddal. Danke, er sagt, tfaddal, hat er gesagt. Tfaddal. Wir können mitfahren, kommen Sie. Danke. Wir danken euch, dass ihr uns mitgenommen habt. Es sind keine Autos vorbeigekommen. Wie weit ist es denn noch? Lynn? Ist das... Ja. Wir sind erledigt. Ich werde von Al-Qaida ermordet. Sie sind nicht von Al-Qaida. Was zum Teufel wissen Sie denn schon? Sie wissen nichts. Sie wissen gar nichts. Einen Scheißdreck wissen Sie. Das ist alles nur Ihre Schuld. Bob, ich muss Ihnen was gestehen. Ich hatte gesagt, ich bin im Ruhestand. Das war gelogen. Ich bin auf einer Mission. Du willst es nur meine Tarnung. Ich wurde reaktiviert. Ich konnte Ihnen nicht sagen, weil die Operation geheim ist. Aber ich denke, dass Sie eine Rolle dabei spielen. Ich glaube, deswegen sind Sie hier. Sie sind ein Idiot. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ich wollte unbedingt in den Irak, damit ich meiner Frau beweisen kann, dass ich nicht so ein... Und jetzt werde ich sterben. Es ist aus und sie hat recht behalten. Ich bin so ein... Oh, Schuss. Haben Sie mal etwas von optimalem Trendverlauf gehört? Was? Optimaler Trendverlauf. Ihr Leben ist wie ein Fluss. Wenn Sie ein Ziel verfolgen, das Ihnen nicht vorbestimmt ist, werden Sie immer gegen den Strom schwimmen. Der junge Gandhi möchte gern Stockcar-Rennen fahren. Das kann nichts werden. Die kleine Anne Frank möchte gern Lehrerin werden. Tut mir leid, Anne, das wird nicht dein Schicksal. Aber dafür ist es Ihnen gelungen, die Herzen und Köpfe von Millionen Menschen zu erobern. Du musst nur deine Bestimmung finden. Und der Fluss wird dich an dein Ziel tragen. Das Leben gibt uns manchmal durch gewisse Vorkommnisse Hinweise, wo unsere Bestimmung liegt. Wie das, was Sie zufällig auf Ihrem Blog gekritzelt haben. Das ist das Ajna-Chakra, das dritte Auge. Das Symbol der Jedi-Krieger. Ich habe Ihre Zeichnung gesehen. Solche Hinweise des Universums darf man nicht ignorieren. Es ist Ihre Bestimmung, hier bei mir zu sein, Bob. Es ist der Jedi in Ihnen, der Sie leitet. Das sind keine militanten Schiiten oder Anhänger des alten Regimes. Ich glaube, das sind ganz gewöhnliche Kriminelle. Sie werden versuchen, uns an eine andere Gruppe zu verkaufen. Das dürfen wir nicht zulassen, Bob. Was sollen wir dagegen machen? Die sind zu dritt und Waffen haben die auch. Wir sind Jedi. Wir kämpfen nicht mit Waffen. Wir kämpfen mit unserem Geist.
Wie meinen Sie das? Okay, angenommen, wir haben keine Wahl und sind gezwungen, gegen sie zu kämpfen. Wir nutzen visuelle Ästhetik, um den Feind außersinnlich zu entmutigen, so dass er gar nicht auf die Idee kommt, anzugreifen. Wie meinen Sie das? Okay, Sie wählen einen von denen aus und stellen Blickkontakt her. Und dann fangen Sie an, ganz monoton. Nein, ich werde nicht angreifen. Sie entspannen Ihren Körper und Ihre Stimme. Dann reißen Sie ihm einfach ein Auge raus oder Sie nehmen einen Bleistift und jagen ihm das Ding in den Hals, sodass eine Blutfontäne entsteht. Ich meine, so eine mächtige Fontäne, die auch seine Kameraden vollspritzt. Das ist eine klassische, außersinnliche Abschreckung. Wir haben keinen Bleistift. Sie verstehen nicht, worum es hier geht. Na los, kommen Sie. Stehen Sie auf, kommen Sie. Ich zeige Ihnen mal was. Okay, würgen Sie mich. Nein, das möchte ich nicht. Würgen Sie mich, ich werde Sie schon nicht fressen. Nein, ehrlich, hier gibt's überall scharfe Kanten. Ist schon in Ordnung, greifen Sie mich ruhig an. Was sollen die Anführungszeichen bedeuten? Heißt das, Sie glauben, ich kann Sie nur im übertragenen Sinne angreifen? Würgen Sie mich. Wenn ich mich dazu entschließen würde, was machen Sie dann? Ich werde Ihr Denkmuster unterbrechen. Sehen Sie, ich habe mich so gut wie nicht bewegt. Der Körper spielt keine große Rolle. Die Gedankenenergie, die ist der entscheidende Punkt. Alles okay? Scharfe Kanten. Ja. Oh. Anfangs haben Sie Angst verspürt. Ja. Würden Sie den Grad der Angst als abnorm beschreiben? Keine Ahnung. Ich hatte sowieso Muffensausen, aber die Angst, die ich kurz vor dem Würgen gespürt habe, die war schon ungewöhnlich. Und wissen Sie wieso? Weil das nicht Ihre Angst war, das war mein Werk. Ich habe in Ihrem Kopf gesessen. Das ist Kämpfen mit dem Geist. Also, Sie müssen grundsätzlich immer... Okay, yalla, wir gehen. Yalla. Ich bin vorhin ein bisschen ausgeflippt, tut mir leid. Ziehen Sie eine Lehre daraus. Was Sie am meisten fürchten, hat keine Macht über Sie. Es ist die Furcht selbst, die die Macht hat. Bill? Oprah. Oh. Sie arbeiten wirklich nicht für Duitz? Das ist nur meine Tarnung. Gus Lacey hat gesagt, Sie leiten ein Tanzstudio. Das ist auch bloß eine Tarnung, oder? Nein, ich leite wirklich ein Tanzstudio. Ich liebe Tanzen. Und Sie sind hier also auf einer Mission, ja? Ein andermal, Bob. Haben Sie das eben ernst gemeint, als Sie sagten, ich hätte einen Jedi in mir? Wir erkennen die Leute, die zu uns gehören. Hatten Sie früher auch das Gefühl, anders zu sein? Ja, sogar sehr häufig. Das ist typisch für uns. Wir waren schon als Kinder die, die nie dazugehört haben. Haben Sie schon immer besondere Kräfte? Sozusagen. Foxtrot 117 gestartet, Sie wird verfolgt. 9-2, leistet auf den Fang. Haben Sie die Computer abstürzen lassen? Ja, Sir. Verfluchter Höllenhund. Was halten Sie von einer Versetzung? Ich bin Lieutenant Colonel Bill Django. Wenn ihr diesen Kurs bestehen solltet, werdet ihr eine Psychowaffe sein. Ein Engel des Todes, der schlimmste Albtraum unserer Feinde. Bis dahin jedoch seid ihr gar nichts, weniger als gar nichts. Ist euch das klar? Sir, ja, Sir! Ach, Leute, ich mache da noch ein bisschen Spaß. Okay. Was machen wir jetzt Schönes, hm? Hey, lasst uns tanzen. Okay. Geht mal so richtig aus euch raus. Gut so. Wie heißen Sie mit Vornamen, Cassidy? Lynn, Sir. Sie müssen erst mal Ihre Füße befreien, bevor Sie Ihren Geist befreien, Lynn. Ich bin kein besonderer Tänzer, Sir. Das ist nicht wahr, stimmt's? Sie können tanzen. Es wurde Ihnen nur eingeredet, dass Sie es nicht können. Hör auf, dich wie eine Schwuchtel zu übernehmen. Also, ich bin hier der befehlshabende Offizier und meine Anweisung lautet: Lassen Sie den Tänzer raus! Worauf warten Sie? Tanzen Sie verdammt nochmal! Gehen Sie aus sich raus!
Lassen Sie den Tänzer raus! So ist es richtig! Willkommen auf dem Pfad der Tugend! In Ordnung, nicht vergessen, meine Freunde, von offizieller Seite sind wir als Einheit nicht existent! Und noch was, in dieser ersten Woche gibt es keine feste Nahrung! Urschreitherapie, belgische Waffeln, Ginseng und Amphetamin. Nicht zum Missbrauch wohlbemerkt, aber dafür verdammt hilfreich. Spüren Sie die Lücke. Spüren Sie, wo die Tonnen stehen. Spüren Sie es. Spüren Sie es, ja! Vorsicht! Aus dem Weg! Vorsicht! Die Kohlen sind kalt, eiskalt! Das war sehr gut, Tim! Mutter Erde, meine Lebensgrundlage als Soldat. Erfrische mich mit deinem blauen Wasser. Dein roter Lehm dient mir als Haus und deine grüne Haut als Nahrung. So trage meinen Körper durch Raum und Zeit immer da. Du bist meine Tür zur Unendlichkeit, zum Universum und darüber hinaus. Ich bin dein und du bist mein. Ich grüße dich. Nachdem er sich jahrelang wie ein Sonderling vorgekommen war, hatte Lin endlich ein Zuhause gefunden. Er gehörte einer Gemeinschaft von Männern an, die stolz darauf waren, anders zu sein. Die linke Schulter etwas zurück. Für Lin waren es goldene Zeiten. Bills Vision hatte etwas derart Edles und Reines, das bei den Jedi den Wunsch weckte, mehr als nur Soldaten zu sein. In einer Welt zerfressen von Gier und Hass wollten sie eine Macht des Guten sein, des Friedens. Zum ersten Mal in seinem Leben war Lin rundum glücklich. Dann aber wurde das Paradies von einer Schlange heimgesucht. Darf ich das vielleicht kurz zu Ende führen, meine Gnädigste? Larry Hooper war ein gescheiterter Science-Fiction-Autor aus Colorado. General Hopgood rekrutierte ihn für die Jedi, nachdem er bei einer Dinnerparty das Besteck verbogen hatte. Großer Gott, das ist ja... Großer Gott, Sie waren das? Kein Verflixter. Er fing sofort damit an, sich bei allen anderen unbeliebt zu machen. Gratuliere, Scotty. Danke, Larry. Schade, dass es nicht lange halten wird. Was hat er gesagt? Larry machte keinen Hehl aus seiner Geringschätzung für die meisten der anderen Jedi. Hey, hör mal, was wäre, wenn bei dir einer sowas abziehen würde? Aber Lin? Lin war eine Ausnahme. Verpiss dich. Ihn hasste er regelrecht. K9. Scotty? Es ist, es hat die Form eines Zylinders, ein Bleistift. Okay, Larry? Hier ist Larrys geistiges Medium, Mord. Ich blicke jetzt in den Schrank hinein. Und ich sehe ein Ginbecher. Lin? Es ist ein Mann, der auf einem Stuhl sitzt. Augenblick mal, du hast A gesagt, nicht K. Oh. Er hat A gesagt. Bravo, sehr gut, Lin. Ausgezeichnet. Nach einem Jahr bekam Lin seine erste Aufgabe. In Italien war ein hoher NATO-General von Mitgliedern der Roten Brigaden entführt worden. Bills Einheit erhielt eine inoffizielle Anfrage, sich an der Suche zu beteiligen. Nördlich von Verona liegt bei einem See eine kleine Stadt. Ich sehe ein Kino im Ort. Direkt gegenüber von dem Kino ist ein Geschäft. Nein, es ist ein Café. Er ist in der Mietwohnung über dem Café. Der Name der Stadt lautet irgendwas mit Süß, warten Sie. Dolce. Der Name der Stadt lautet Dolce. Bill hatte noch nie jemanden mit derartigen Fähigkeiten kennengelernt. Und von diesem Augenblick an war Lin ein aufgehender Stern. Orden, Rangabzeichen. Diese Dinge haben für den Jedi keinen hohen Stellenwert. Aber Wachstum im Geiste, Weisheit und außersinnliche Wahrnehmung, solche Dinge flößen uns Ehrfurcht und Respekt ein.
Die Ureinwohner Amerikas glaubten, wenn jemandem eine Adlerfeder verliehen wird, war dies ein Symbol von Liebe, von Dankbarkeit und unbedingtem Respekt. Das Tragen der Adlerfeder ist nur den Erleuchteten vorbehalten. Die Kunde von dem Soldaten in Fort Bragg, der die Gabe hatte, alles zu finden, was gefunden werden musste, sprach sich bald herum. Lynn konnte sozusagen überall hin verreisen, ohne sein Zimmer zu verlassen. Oder wie Bill sagte, die Macht ist stark in ihm. Sorge, Bob, wir steigen nicht in diesen Wagen. Yalla, zieh um den Horn. Ich ruf. Tarak, yalla. Yalla, Imschu. Ihr wollt uns gar nicht. Ihr wollt uns gar nicht. Du, Mishakel, yalla. Zieh um den Horn. Ich ruf. Tarak, yalla. Ich möchte, dass Sie Ihre Waffe runternehmen. Nehmen Sie Ihre Waffe runter. Bob, nicht bewegen. Nehmen Sie Ihre Waffen runter, Bob, nicht bewegen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Bleiben Sie stehen. Bob! La Tutlek, Anna Zahafi! Im ersten Moment dachte ich, Lynn hätte eine Art Anfall. Später erkannte ich dann, dass er eigentlich nur die Eckmeier-Technik anwendete. Ben Eckmeier war ein Vietnam-Veteran mit 63 Abschüssen und außerdem der einzige Nicht-Koreaner mit einem schwarzen Gürtel in Kwarado. Beim Tauziehen trat er angeblich gegen 12 Männer an, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Außerdem konnte er Samtsäcke heben, die mit Haken an seinen Hoden befestigt waren. Er war einer der Jedi-Lehrer in Fort Bragg. Wo findet diese Technik in der Praxis Anwendung, Sir? Ben sorgte für großen Wirbel, als er seine umstrittene Technik Messerangriff mit Schockeffekt vorstellte. Die Methode wurde von einigen Messerkampffetischisten als revolutionär begrüßt, von anderen jedoch heftig kritisiert, weil sie die Gefahr sahen, dass man sich durch das waghalsige Manöver selbst verletzte. Lynn Cassidy war ein überzeugter Anhänger der Technik. Allerdings hatte er bei jener Gelegenheit natürlich kein Messer bei sich, weshalb ich finde, dass seine Aktion einigermaßen leichtsinnig war. Idiot. Scheiße, Scheiße! Sie kommen nicht! Es ist niemand hinter uns, wir sind aus dem Schneider! Oh, Scheiße! Scheiße! Sir! Alles okay, wir sind Amerikaner! Wir wollen Ihnen helfen! Sir! Sir, wir wollen... Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe ihn umgefahren. Sir! Sir! Ist alles in Ordnung? Bob, helfen Sie mir! Kommen Sie! Hoch mit ihm! Helfen Sie ihm! Hoch mit ihm! Hoch mit ihm! Scheiße! Oh, Scheiße! Wer sind die? Keine Bewegung! Die Hände hoch! Los! Doug Nixon, Wirtschaftsbeauftragter der Army. Mahmoud Dash. Fragen Sie mich, was ich verkaufe, Muhammad. Mahmoud. Okay, was verkaufen Sie, Sir? Momentan verkaufe ich vorrangig Lebensqualität. Wir haben über 25 Millionen Iraker hier, die heiß darauf sind, unabhängig zu werden, die was aus ihrem Leben machen wollen. Aber mehr als alles andere wollen sie Sachen kaufen.
Handys, Digitalkameras, Anzüge, alles Mögliche. Wenn es sich in Boston verkauft, dann kriegen wir es auch in Bagdad los. Habe ich recht, Muhammad? Er weiß, wovon ich rede. Halliburton, Parsons, Perini, die sind ganz oben. Wir geben ihnen McDonald's, wir geben ihnen Starbucks. Alles ohne Unternehmenssteuer. Das wird der reinste Goldrausch. Ach, und bevor ich's vergesse, scheiß auf die Franzosen. Haben Sie schon gehört? Chirac will französische Baufirmen ins Land schicken. Phil, kennen Sie eine typische französische Redewendung? Keine Ahnung. Genau, das ist ein Brüller, oder? Wir fangen bei Null an, Freunde. Bei Null. Okay, wir sind jetzt hier auf feindlichem Gebiet. Haltet schön die Augen auf. An der Tankstelle ist eine endlose Schlange. Wie sieht's aus? Wollen Sie warten? Negativ. Viel zu gefährlich. Wir drängen uns vor. Dann mal volle Kraft voraus. Sichert die Umgebung. Nicht so blöd gucken. Na los, volltanken, Eddie. Hey Mann, ich war letztes Mal dran. Red doch keinen Scheiß. Er war wirklich letztes Mal dran, Gary. Sir, mit Verlaub, das ist Schwachsinn. Das letzte Mal hab ich getankt. Schwachsinn! Immer das Gleiche. Überlegt euch gefälligst mal ein System. Achtung, Achtung, wir haben Feindkontakt! Bei dem Gefecht, das als Schlacht von Ramadi bekannt werden sollte, wurden 12 Menschen verletzt, hauptsächlich Einheimische. Beide Sicherheitsfirmen behaupteten, die Iraker hätten das Feuer eröffnet. Wie später jedoch rauskam, haben sie in Wahrheit einfach nur gegenseitig auf sich geschossen. Es ist nicht weit zu meinem Haus. Wir können von hier aus laufen. Klingt gut, Muhammad. Mach Mut! Als wir losrannten, dachte ich, das ist genau, was ich wollte. Ich war auf einer Mission, auch wenn ich nicht wusste, worum es dabei ging. Aber ich hörte wieder den kleinen Mann in meinem Kopf. Er kreischte wie ein schreckhaftes Mädchen. Muhammad nahm uns mit zu seinem Haus, das, wie sich herausstellte, während seiner Abwesenheit geplündert und außerdem in einem Feuergefecht zerschossen worden war. Die Nachbarn erzählten ihm, dass seine Frau geflüchtet war, aber niemand wusste, wohin. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie angefahren habe. Das war nur ein Unfall. Und ich möchte mich für diese Sicherheitsleute entschuldigen. Bitte glauben Sie nicht, dass alle Amerikaner so sind. Und ich entschuldige mich für die Leute, die Sie entführt haben. Das war nicht Ihre Schuld. Ich meine, Entführer haben wir auch bei uns in Amerika. Und es gibt auch immer sowas wie schwarze Schafe, oder? Bist du wach? Ja. Ich denke über Mahmud nach. Wenn Menschen versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, etwas Dauerhaftes und Gutes, kommt immer irgendjemand und macht's kaputt. Aber eigentlich dachte Lynn an Larry Hooper und an dessen Rolle bei der Zerschlagung der New Earth Army. Der Fairness halber muss man jedoch sagen, dass sich die Jedi durch ihre Verschrobenheit nicht allzu viele Freunde gemacht hatten.
Da war zum Beispiel Tim Kutz, der, als er gebeten wurde, den Aufenthaltsort von General Noriega zu ermitteln, geantwortet hatte: Fragen Sie Angela Lansbury. Wiederholen Sie das, Tim. Fragen Sie Angela Lansbury. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir haben Angela Lansbury gefragt. Ach ja, und? Sie konnte uns nicht sagen, wo sich General Noriega aufhält. Oder der Tag, als Major General Gilling den Stützpunkt besuchte und sah, wie Jedi-Anwärter Clifford Hickox den Sonnentanz der Sioux praktizierte. Dass die Jedi solche kleineren Skandale überlebten, verdankten sie Gerüchten zufolge Präsident Reagan, der als Fan sowohl der Star-Wars-Filme als auch des Paranormalen galt. Bis eines Tages ein junger, sympathischer Rekrut namens Norman Pendleton zu Bills Truppe stieß. In seinem Bemühen, Lynn den Rang abzulaufen, hatte Larry sich mit den berüchtigten CIA-Experimenten zur Bewusstseinskontrolle beschäftigt, um seine eigenen paranormalen Fähigkeiten zu verstärken. Nun brauchte er nur noch ein Versuchskaninchen, um zu testen, ob die Methode unbedenklich war. Wie sich zeigte, war sie es nicht. Norm, gib mir die Waffe. Norms Vater, der ein ziemlich hohes Tier im Pentagon war, wollte Köpfe rollen sehen. Obwohl die Jedi von Larrys Schuld überzeugt waren, konnte man ihm nichts nachweisen. Und als Larry beim Disziplinarverfahren in den Zeugenstand trat, bewarf er Bill mit so viel Schmutz, wie er nur finden konnte. Lieutenant Colonel Django hat Gelder aus dem Geheimfonds abgezweigt, um Prostituierte zu bezahlen. Das ist eine Lüge. Und um Rauschgift für sich und seine Männer zu beschaffen. Das ist... Also die Sache mit den Noten ist definitiv eine Lüge. General Hopgood trat zurück und verstarb einige Jahre später. Bill wurde unehrenhaft aus der Army entlassen. Setz das Werk fort, Lynn. Die Welt braucht den Jedi, heute mehr denn je zuvor. Nach Bills Entlassung übernahm Major Holtz von den Special Forces das Kommando über die Truppe. Er hielt wenig von Bills unkonventionellen Methoden und kündigte Änderungen an. Nichts sollte bleiben, wie es war. Das ist sehr freundlich von Ihnen.
Mann, wir hätten uns eine Karte kaufen sollen. Die Beduinen haben sich jahrhundertelang ohne Karte in dieser Wüste zurechtgefunden. Außerdem tut es auch eine Armbanduhr in Verbindung mit der Sonne. Na also? Na also was? Dann versuch's eben mit einer Armbanduhr. Ich habe aber keine Armbanduhr. Na, das darf doch wohl nicht. Hier. Was denn? Die ist digital. Ja und? Man braucht eine Uhr mit Zeigern. Woher soll ich denn das bitte wissen? Du bist der Navigationsexperte. Du hast rumgetönt, dass du den Weg schon finden wirst. Werde ich auch, wenn dann du vielleicht mal den Mund hältst. Ich brauche keine Uhr, ich will einfach Stufe 2 an. Was ist das denn? Stufe 2, Intuition. Wir wurden ausgebildet, korrekte Entscheidungen zu treffen. Jemand kommt auf dich zu und sagt, da vorne ist eine Weggabelung. Gehen wir links oder gehen wir rechts? Und du sagst, wir gehen rechts. Einfach so, zack, zack. Einfach so, zack, zack. Aber wir stehen hier seit einer halben Stunde. Was ist daran? Zack, zack. Oh, da geht's lang? Ja. Ach, auf einmal weißt du's. Was war das? USBV. Was? Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Was? Im Ernst? Großer Gott. Alles okay. Du wirst es überstehen. Oh, ich fass es nicht. Super Intuition, Lynn. Ich kann... Lass mich runter. Ich kann laufen. Oh. Mein Gott. Ich glaube, ich verblute. Du verblutest nicht. Du hast einen Schock. Das ist nur ein Schock. Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Ist dir nicht heiß? Bob. Du musst deinen Mund geschlossen halten. Durch den offenen Mund verliert man eine Menge Flüssigkeit. Wenn wir nur beim Wagen geblieben wären, dann wäre jetzt alles in Ordnung. Aber hier haben wir kein Wasser. Das wird schon werden. Wie kannst du sowas sagen? Ich wurde in die Luft gejagt. Ich irre durch die Wüste. Das wird nicht werden. Du hast einen Schock. Wenn du Panik kriegst, lässt dich dein Herz im Stich. Sagst du das etwa nur, um mich zu beruhigen? Warte mal, ja? Da ist Westen. Wo? Al-Qaim liegt irgendwo da hinten. Wir gehen in die falsche Richtung. Al-Qaim ist nicht Ziel der Mission. Wir wollen in die Nähe von Al-Qaim. Wohin? Ich weiß es nicht. Was? Soll das ein Witz sein? Das ist ein Witz, oder? Wir fahren über 600 Meilen und du weißt nicht, wohin? Weißt du, wenn die genaue Position des Zieles schon bekannt wäre, dann wäre kein Jedi nötig, um es zu finden. Von wem ist der Auftrag, Lynn? Von Bill. Was? Bill. Er ist mir vor 2 Monaten in meinem Wohnwagen erschienen. Eine außersinnliche Projektion. Er hat meinen Namen gerufen. Du großer Gott. Lynn, es gibt gar keine Mission. Wir irren durch die verdammte Wüste hier, nur weil du Stimmen gehört hast. Es ist niemand hier, Lynn. Hier ist weit und breit keine Sau! Als sich die Wogen nach Bills Entlassung geglättet hatten, gab es einen überraschenden Sieger. Was haben Sie für mich, Sergeant? Hier ist ein wissenschaftlicher Bericht von mir über mögliche paranormale Anwendungen, Sir. Ich habe ihn auch Lieutenant Colonel Django gezeigt, aber er war nicht weiter interessiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben Männer, die so etwas können? Einer würde mir einfallen. Aber für sowas fehlen uns die Gelder? Nun ja, Sir. Da wäre noch das Ziegenlabor. Nur wenige Meter von Major Halls Büro lag ein ehemaliges Krankenhaus. Die meisten Soldaten in Fort Bragg ahnten nichts von der tatsächlichen Funktion des Gebäudes. Denn wenngleich es auch nicht mehr als Krankenhaus diente, so stand es doch nicht leer. Man hatte die Ziegen von den Zollbehörden unbemerkt aus Mittelamerika eingeflogen. Dass normale Soldaten ihr Gemecker hören, war nicht zu befürchten, da die Tiere nun ja entblöbt wurden. Das Ziegenlabor war geheim und diente ursprünglich dazu, Elitesoldaten für medizinische Notfälle im Kampfeinsatz zu schulen. Mit einem Bolzenschussgerät wurde den Ziegen ins Bein geschossen, worauf der Rekrut die Wunde erfolgreich versorgen musste. Ursprünglich hieß das Ziegenlabor einmal Hundelabor, aber die Soldaten brachten es nicht übers Herz, einem Hund ins Bein zu schießen. Was Ziegen betrifft, hatte man in der Armee jedoch lange Zeit keine Bedenken. Sogar Atomwaffen wurden an ihnen getestet. Es ist aus, Bob. Ich kann ihn nicht finden. Ich habe meine Kräfte verloren. Es ist ein Fluch.
Was für ein Fluch. Sie nahmen diese wundervolle Sache, die wir aufgebaut haben, und vernichteten die New Earth Army. Wer vernichtete sie? Ich. Hooper und Holz brauchten mich für ein Experiment. Ich sollte das Herz einer Ziege zum Stillstand bringen. Was hatte mir die Ziege getan? Es war ein radikaler Verstoß gegen das Gebot der Jedi. Ich wollte so tun, als versuchte ich es, damit sie sehen, dass es nicht klappt und es sein lassen. Aber dann, als ich da saß, spürte ich diesen Drang in mir. Ich war machtlos dagegen. Vielleicht gab es in meinem Innersten irgendwo eine dunkle Macht, die wissen wollte, ob ich es schaffe. Das war's. Ich stellte meine Kräfte in den Dienst des Bösen. Es war, als hätte ich einen Fluch über uns alle gebracht. Wie in diesem einen Gedicht, wo dieser Kerl eine Möwe abschießt und sie dann um den Hals tragen muss. Nacht für Nacht musste ich von dieser Ziege träumen, wie sie ihr Maul auf und zu macht, aber man hört keinen Laut. Das Schweigen der Ziegen. Ich leistete meine restliche Zeit ab, quittierte den Dienst und bin nie wiedergekommen. Aber ehe er den Stützpunkt verließ, hatte Larry noch ein letztes Abschiedsgeschenk für ihn. Was zum... Oh! Es war der Dim Mark. Der Dim Mark? Dim Mark. Die zitternde Hand. Der Todesstoß. In der New Earth Army war verboten. Und wieso Todesstoß? Er tötet dich, Bob. Nur eine Berührung. Großer Gott. Es gibt eine Geschichte über Wong Weifu, den berühmten chinesischen Großmeister. Er kämpfte gegen einen Kerl und war dabei, ihn zu besiegen. Da hat der ihn nur ganz leicht angetippt. Wong sah ihn an und der Typ hat nur genickt. Und das war's. Er hat ihm den Todesstoß versetzt. Wong ist gestorben. Direkt auf der Stelle? Nein. Etwa 18 Jahre später. Das ist das Heimtückische am Dimmak. Man weiß nie, wann die Wirkung einsetzt. Auf eine eigenartige Weise bewunderte ich Lin. Er glaubte so sehr an etwas, dass er dachte, er könne daran sterben. Vielleicht hatte ich ja danach die ganze Zeit lang gesucht. Nach etwas, woran ich glauben kann. Dass meinem Leben einen Sinn gibt. Deshalb war ich also von Lins verrückten Geschichten so angetan. Deshalb war ich ihm also in die Wüste gefolgt. Ihre Servicemeldung im Frühprogramm. Weitere Servicemeldungen, wie immer.
Lynn? Lynn? Lynn, wohin gehst du? Lynn? Zum Wetter. Wir erwarten heute erneut einen sonnigen Tag mit Temperaturen bis 39 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 13%. Der Wind weht schwach und setzt bis Südwest. Das heißt, es wird ein schöner und sonniger Tag sein. Hallo, Bill. Hallo, Lynn. Das ist Bob. Hallo, Bob. Hallo. Oh, gut. Die alte Gang ist beisammen. Wir sind in erster Linie eine PsyOps-Basis. Parapsychologische Operation. Nein, psychologische Kriegsführung, aber Verwechslungen lassen sich nicht vermeiden. Rundfunkdurchsagen, Flugblätter, sowas in der Art. Oh, hier ist ein irakisches Flugblatt, mit dem Sie uns weich kochen wollten. Amerikanische Soldaten. Eure Frauen treiben es zu Hause mit Bart Simpson und Burt Reynolds. Ja, anscheinend machen die ihre Hausaufgaben nicht. Wie hast du uns gefunden, Lynn? Hab ich doch gesagt, durch Fernwahrnehmung. Wenn das hier eine Psychobasis ist, was machen Sie denn hier? Das ist nur ein Teil unserer Aufgabe. Gewisse Personen in unserer gegenwärtigen Regierung suchen nach kreativen Lösungen für den Krieg gegen den Terror. Diese Leute sind weitaus aufgeschlossen als ihre Vorgänger, weswegen sie den Forschungsauftrag an meine Firma vergeben haben. Sick. Das heißt nicht Sick, sondern Psych. Psychic Systems International Corp. Psych. Wie sich zeigt, hatten gewisse Leute von der New Earth Army gehört. Sie waren sehr interessiert an unserer früheren Arbeit. Sie kontaktierten mich und ich Bill. Bill arbeitet für dich? Bill kümmert sich um sublimale Botschaften. Oh, die haben wir zusammengestellt, um sie unseren Soldaten vorzuspielen, bevor sie in den Kampf ziehen. Drücken Sie mal auf Play. Darin verbirgt sich eine unterschwellige Nachricht. Die zum Beispiel lautet, bedien keine Maschinengewehre, wenn du Alkohol getrunken hast. Wir haben alle möglichen neuen Ideen in der Entwicklung. Nennen Sie ihn eine unserer neuen Ideen. Die Airbag-Mine. Airbag-Mine. Nicht tödlich. Katapultiert den Wichser direkt in die Luft. Noch ein Beispiel. Wir bombardieren das Ziel mit Pheromonen und lassen Killerbienen los. Ausgezeichnet. Killerbienen. Die Gewalten der Natur. Noch eins. Projekt Achilles. Wir verstümmeln Leichen von Feinden das und... Das machen wir schon lange nicht mehr. Schwachkopf. Es geht um Folgendes. Wir haben ein Budget. Wir haben Unterstützer. Ich baue die New Earth Army wieder auf, nur diesmal ohne all den Hippie-Kram. Alles in Ordnung, Bill? Ich gehe mir nur mal ein Eis holen. Gelegentlich lässt er noch sein altes Genie aufblitzen, aber der Alkohol hat ihn geschafft. Trotzdem ist er der Beste. Oh, Twizzlers. Willst du auch? Nein. Ich liebe die Dinger. Dunkle Seite. Was hast du jetzt vor? Lynn, was hast du jetzt vor? Es ist zu spät. Ich sterbe, Bob.
Nein, das wirst du nicht. Ich glaube nicht an die tödliche Kraft von diesem blödsinnigen Dim Sum oder... Dim Mark. Dim Mark von mir aus. Niemand tippt dir einfach so an die Schulter und dann... Das ist Krebs. Was? Ich weiß zwar, dass der Dim Mark die Ursache war, aber... Es ist Krebs. Meinen jedenfalls die Ärzte. Es gibt verschiedene Sichtweisen auf... verschiedene Namen für die Realität. Ja, das gibst du, Bill. Ich verdiene sie nicht. Na los doch. Es war nicht der Dim Mark, an dem Lynn zugrunde ging. Und auch nicht der Krebs. Er starb an einem gebrochenen Herzen. Und möglicherweise auch an Krebs. Seine Mission war gescheitert. Und Scheitern war etwas, womit ich mich nur allzu gut auskannte. Bill? Lynn hat gemeint, dass er die Adlerfeder nicht verdient. Ich soll sie ihm zurückgeben. Ist sowieso nicht echt. Was? $25.000 Strafe für eine gestohlene Adlerfeder. Die hier ist vom Truthahn. Man muss nur die Spitze schwarz färben. Kein Wort zu Lynn. Die ist nicht echt. Nichts davon war echt. Lynn hat mir von dem Fluch erzählt. Indem er die Ziege getötet hat, brachte er einen Fluch über sie alle. Was hat Larry mit den Ziegen hier vor? Glauben Sie an Erlösung, Bill? Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Wie hast du uns gefunden? Sag ich doch, durch Fernwahrnehmung. Scotty Mercer hat's dir erzählt, hm? Nein. Doch, hat er. Wir haben Scotty gesagt, dass wir hier was aufbauen und ihm einen Job angeboten. Ich hab Scotty nicht gesehen. Ist ja witzig. Jedenfalls hat er mir erzählt, er hätte dich getroffen und dir gesagt, dass es hier drüben eventuell Arbeit für dich gibt. Deswegen bist du doch gekommen, oder, Len? Du willst wieder dazu gehören, hm? Lässt sich alles machen. Du musst nur was sagen. Das könnte noch mal eine ganz große Zeit für paranormale Forschung werden. Du, ich, Bill, wieder glücklich vereint, wie in den guten alten Zeiten, hm? Du musst dich nicht sofort entscheiden. Sag's mir morgen früh. Mutter Erde, du bist meine Lebensgrundlage. Als Soldat erfrischt mich dein blaues Wasser, dein roter Lehm dient mir als Haus und deine grüne Haut als Nahrung. Hilf mir, mein Gleichgewicht zu finden, wie du auch Erde, Luft und Meer, die mich umgeben, im Gleichgewicht hältst. Lehre mich, mein Herz zu öffnen und zu verstehen, dass du mir Kraft und Nahrung spendest. Mögen meine Stiefel stets dein Antlitz küssen und meine Schritte deinem Herzschlag folgen. Trage meinen Körper durch Raum und Zeit immer da. Du bist meine Tür zur Unendlichkeit und darüber hinaus. Ich gehöre dir, wir sind eins. Ich grüße dich. Ich grüße dich.
Bill? Bill! 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 Ist alles okay? Ich habe gerade Timothy Leary gesehen. Timothy Leary ist tot. Ich weiß. Hey, ich habe eine Idee. Guten Abend, die Herren. Ich gehe mir nur mal ein Eis holen. Du sollst die Eier nicht essen. Ich fühle mich so toll. Was ist hier los? Wir haben LSD ins Rührei getan. Bill hat mir gezeigt, wo Larry ein paar Flaschen mit LSD versteckt hat. Gestern Abend haben wir was davon ins Trockenei getan. Und ins Trinkwasser. Was? In den Hauptwassertank habe ich auch was reingetan. Aber wir haben davon getrunken. Ja. Schlauer gewesen, wenn wir nichts von dem verdammten Wasser getrunken hätten. Ach was, das wäre vermutlich nur unangenehm aufgefallen. Aber keine Sorge, nach all den Jahren bin ich inzwischen gegen sämtliche Rauschmittel resistent. Friedliebender Menschen in aller Welt, gebe ich Ihnen die Freiheit zurück. Ich befreie den ganzen Stützpunkt! Nein.
Wow, ich habe total Hunger. Gehen wir. Okay, Sie. Dann los. Los geht's. Dann los. Kommen Sie. Ja, so ist es gut. Kommen Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Na los. Wir sind nur Ziegen. Ihr seid frei. Ja. Ihr dürft gehen. Geht schon. Geht. Ja, so ist es gut. Geht. So ist es richtig. Keine Sorge wegen der Soldaten. Die tun euch nichts. Na los. Sie. Es tut uns sehr leid! Wiedersehen! Ihr seid frei! Geht! Ihr seid frei! Bis Salam! Kommt nach Hause! Damals war ich gekränkt, weil mich Lynn nicht mitnehmen wollte. Aber wie ich inzwischen weiß, sahen er und Bill, was kommen sollte. Niemand weiß genau, was aus ihm geworden ist. Offiziell hieß es, sie seien abgestürzt, entweder aufgrund von Granatenbeschuss oder weil... Naja, ist ja auch kein Wunder, wenn man auf einem LSD-Trip Hubschrauber fliegt. Jedenfalls wurden sie nie wieder gesehen. Wie alle Schamanen kehrten sie in die Sphären des Himmels zurück. Als ich wieder zu Hause war, schrieb ich alles auf, von Anfang an. Lynn hatte mir die Mission übertragen und ich vollendete sie. Alle sollten erfahren, was passiert war. Mir war klar geworden, dass Deborah und ich nicht füreinander bestimmt sind. Es ist nicht mein Schicksal, zu meinem früheren Leben zurückzukehren. Das Universum hat offenbar andere Pläne mit mir. Ich habe meine Story an Zeitungen und Fernsehstationen geschickt. Es war mir gleich, was die Behörden mit mir anstellen würden. Ich wäre sogar ins Gefängnis gegangen, solange die Wahrheit ans Licht kommt. Aber sie haben mich nicht ins Gefängnis gesteckt. Sie taten etwas viel, viel Schlimmeres. Widerstand irakischer Kriegsgefangene zu brechen. Und glauben Sie mir, viele Eltern können es nachfühlen. Einzelne Gefangene wurden gezwungen, Barney, dem lilafarbenen Dino und seinem Ich-mag-dich-Song zu lauschen und das 24 Stunden ohne Unterbrechung. Wie das Nachrichten- und das war's? Das war der einzige Teil meiner Story, über den berichtet wurde. Und es war ein Witz. Hätte es jemals eines Beweises bedurft, wie die dunkle Seite sich der Träume und Hoffnungen einer Nation bemächtigt, sie verdreht und zerstört. Hier war er. Aber ich mache weiter. Ich gebe nicht auf. Denn wenn ich sehe, was in der Welt vorgeht, dann weiß ich, dass wir heute mehr denn je das Beste aus uns machen müssen. Heute mehr denn je. Braucht die Welt den Jedi-Krieger?